Tag. Ich befinde mich heute in Schech. Das ist am Neuenburger See. Ich werde heute eine kurze Tour machen Richtung Yverdon-les-Bains. Lasst euch einfach überraschen. Ich bin da in Schech gestartet, das liegt am Neuenburger See. Meine Strecke führt mich nach Yverdon-les-Bains. Zuerst ging es am See entlang, nachher musste ich den See weiter verlassen, habe aber ganz schöne Wälder da durchquert, eine kleine Steigung von etwa 70 Meter überwunden und natürlich auch wieder der Abstieg ging etwa 70 Meter. War ganz eine wirklich schöne Tour. Doch lasst euch einfach überraschen. Soeben habe ich den Neuenburger See erreicht. Ganz eine interessante Stelle da. Schön im See. Dort ist der Hafen. Und der anderen Seite der Jura. Ein kleiner, aber feiner Naturhafen. Sehr schön gemacht mit diesem Holzsteg. Kommt wirklich schön trockenen Fußes durch. Der See hat heute auch ganz schöne Farbe. Es ist ein schöner Tag, sehr angenehm zum Wandern. Nicht zu heiß, aber kalt, es geht zwar ein bisschen ein Wind, aber das macht nichts. So. Soeben habe ich den wunderbaren Holzsteg verlassen und geht hier durch den kühlen Wald. Auch sehr romantisch. Diesen Holzrückchen da, kleinen Bäche. Wirklich was Romantisches. Befinde ich mich auf einer Teerstraße. See habe ich mittlerweile verlassen. Bin hier so in einer
Ferienhaussiedlung. Auch sehr schön da. Leider kann man da nicht mehr am See entlang. So, jetzt habe ich endlich die Teerstraße verlassen können. Da wieder auf einem Naturpfad. Hier brennt jetzt wirklich die Sonne ziemlich stark runter. Ich muss noch hinzufügen, das ist übrigens mein erster Wandertag nach einem Arbeitsunfall, den ich anfangs April gemacht habe. Und von dem her bin ich noch nicht so schnell unterwegs wie normal. Aber bis jetzt geht es gut. Da hinten hört man gerade die Bahn. Kommen von Yverdon-les-Bains nach Bayern-Fribourg. Ich habe mich jetzt soeben noch entschlossen, einen Abstecher zu machen Richtung See. Bin dann gespannt, was da zum Vorschein kommt. Es hat sich gelohnt. Ein wunderschöner Ausblick hier auf die andere Seite Richtung Jura vom Neuenburger See. Der Abstecher hat sich wirklich gelohnt. Es ist ein Traumparadies da hinten. Kleiner Sandstrand, hat auch ziemlich viele Leute, die da im Baden sind. Jetzt muss ich halt wieder den Weg zurück. Aber es war ganz schön, hier diesen Abstecher zu machen. Da hört man noch mal das Rauschen vom Wasser. Der Lindschlag. Übrigens, der Neuenburger See ist der einzige See, der ganz, der größte See, so wollte ich sagen, der ganz im Kanton oder in der Schweiz liegt. So. Ist also der größte See in der Schweiz, der ganz in der Schweiz ist. Diesen Bachlauf hier lernt ihr in einem von meinen nächsten Filmen kennen. Ich werde diesem auch entlang laufen. Hier sieht man ihn Richtung See. Oh, endlich konnte ich die Teerstraße verlassen und bin wieder in einem kleinen Wald angelangt. Schon einfach bequemer da zu gehen. Bis jetzt habe ich auch noch fast keine Steigung gehabt, aber die kommt dann noch, weil es handelt sich, so viel ich gesehen habe auf der Karte, nur um eine kurze Steigung. Heute sehr viele Wassersportler im See, auch fliegende. Hier. Der See ist ziemlich Wellengang. Man sieht es da ganz schön. Und da auf der gegenüberliegenden Seite der Jura. Bald komme ich wieder in einen Wald.
Hier vorne, ich hoffe man sieht es, ist die hohe Autobahnbrücke. Die Autobahn von Bern, Murten, Yverdon, Lausanne. Hohe Brücke. Da hört man noch schön die Grillen. Ja, sehr schön, das zu hören. Jetzt komme ich da wieder an die Bahn. Da kommt jetzt dann ein Zug. Ich weiß noch nicht von welcher Richtung der kommt. Von Heuenboden. Warten wir hier auf diesen Zug. Durch oder Richtung Bayern. Wahrscheinlich kommt er von dieser Richtung hier vorne. Mutig. Nein. Er fährt Richtung Yverdon. Hier vorne kommt er jetzt. Da ganz nah an der Bahn. Es sind nur Regionalzüge, die hier fahren. Da sieht man ihn. Jetzt kommen. Ja. Und schon ist er bald verschwunden da vorne. Wirklich zum Teil wieder ein romantischer Weg. Es hat aber auch Teilstücke drin, die ziemlich schmutzig sind. Aber das gehört auch dazu. Es wird immer romantischer. Diesen Wald. Er gibt auch ein bisschen Schatten und so ist es dann nicht so heiß. Und Hauptsache wieder Naturweg. Jetzt bin ich auf einem Hochplateau. Ganz auch schön da oben. Leider hat man nicht so Aussicht zwischen den Bäumen hindurch. Aber ist sonst romantisch. Da ist ein Ast runtergekommen.
steilen Abstieg. Über Treppen. Ist gut gemacht hier. Ich hoffe nur, dass es jetzt mein Bein aushalten wird. Jetzt zum Glück nicht so weit runter da. Bin dann schon bald unten. Und da kommen wahrscheinlich noch mehrere Stufen. Alles voll Efeu. Kommt wieder ein Zug. Wieder Richtung Iverdo. So viel ich weiß, ist das ein Frauenschuh. Orchidee. Bin endlich wieder auf einem Naturweg. Das hatte ich eine lange Zeit eine Betonpiste. Das ist sehr mühsam zum Gehen, diesen Betonpisten. Aber so wie das aussieht, hat sie hier im Wattland ziemlich oft solche Betonpisten. Ich habe es auf jeden Fall schon ein paar Mal erlebt. Aber hier ist es jetzt wieder schön. Der Autolärm stört ein wenig. Aber jetzt. Hier habe ich da wieder ganz einen schönen Weg. Und das ist die Hauptsache. Schöner Rastplatz. Ein Einschnitt. Ich bin ja hier in einem bekannten kantonales Naturschutzgebiet. Ist noch groß, das am ganzen See entlang. Ich befinde mich hier übrigens im größten Feuchtigkeitsgebiet der Schweiz. Das erstreckt sich fast auf der ganzen Seeseite. Da wurde ja früher die Gewässerschutzkorrektur gemacht hier im Mittelland, und durch das ist der Wasserspiegel von diesen Seen hier, unter anderem auch der Neuenburgersee, angestiegen, und das hat dazu geführt, dass am Ufer entlang der See nicht so tief ist, und da konnte ein Feuchtigkeitsgebiet entstehen. Hier vorne treffen wir jetzt dann schon bald auf ein Herrenhaus, wo die Kommission ihren Sitz hat von diesem großen Schutzgebiet da. Ich bin wieder in einem interessanten Waldstück. Sieht fast so aus wie im Jura oder da auch wie im Urwald. Bewildert hier, sumpfig. Ziemlich oft hat es so solche Stege wie da vorne. Es ist interessant da. Hier kommt ein kleiner Bach runter. Dann da hier weiter. Wieder auf einem Holzsteg. Da unten ist ein kleiner Teich. Hier sumpfiges Gebiet. Könnte da auch im Sommer
wirklich so heiß ist, dass wir nicht viele Mücken haben. Dickicht von Bäumen. Da oben ist jetzt der Herrschaftssitz, wo die Pro Natura ihren Hauptsitz hat. Diesem herrschaftlichen Schloss. Da bin ich an einem Ort mit neolithischen Mehiere angelangt. Sind interessante Steine, die hierher geschleppt worden sind, scheinbar früher. Ein ziemlich großes Feld davon. Jetzt habe ich den obersten Punkt erreicht vom Neuenburgersee, da in Niverdau angelangt. Es ist ziemlich stürmisch. Da drüben, wie man sich sieht, ist der Grosso im Schloss. Da ist schon ein Kanal, der in den Neuenburgersee mündet. Ich weiß nicht, ob es dieser ist, wo ich dann entlang gehe das nächste Mal, oder noch ein anderer. Da drüben ist Grosso, dem schönen Schloss. Mündet. Viele Schwäne hier unten. Und da oben, bei dieser Brücke, gibt es noch ziemlich viele Schwäne. Da wahrscheinlich sehr viel zum Fressen. Dass hier die Schwäne so zahlreich sind. Da unten. Die Altstadt von Niverdau. Der Bahnhofplatz von Niverdau. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich hoffe, dass der Film euch gefallen hat.